Zu einem Ende der Gewalt in Syrien hat Papst Franziskus die Teilnehmer der UNO-Friedenskonferenz in der Schweiz aufgerufen. Die Gesprächspartner sollten alles unternehmen, damit die Waffen endlich schweigen, sagte der Papst an diesem Mittwoch im Anschluss an die Generalaudienz auf dem Petersplatz. Der Vatikan ist besorgt über eine Behinderung humanitärer Hilfe in Syrien. Der Vatikanvertreter in Syrien, Erzbischof Mario Zenari, ist entsetzt über die Bilder von getöteten Kindern, die in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden. Insgesamt 45 Delegationen beraten ab diesem Mittwoch im schweizerischen Montreux über eine Lösung des Syrien-Konflikts. Am Freitag werden beim UNO-Sitz in Genf die eigentlichen Verhandlungen mit den Konfliktparteien aufgenommen. Papst Franziskus drängte die internationale Gemeinschaft zum Handeln und rief erneut eindringlich zu Frieden und Dialog auf. Ich erhoffe für die geliebte syrische Nation einen entschlossenen Weg der Versöhnung, der Eintracht und des Wiederaufbaus unter Beteiligung aller Bürger, bei dem jeder im anderen nicht einen Feind und Konkurrenten sieht, sondern einen Bruder, den er annimmt und umarmt.